Ja, von der Chronologie her, jetzt sind wir natürlich mitten in der Vorbereitungsphase. Man sieht jetzt hier, dass das erste Auto im GT Masters ist jetzt komplett revidiert, ist jetzt frisch beklebt, ist jetzt frisch vorbereitet und wird jetzt in das Stadium gebracht, dass wir dann die ersten Testfahrten machen können. Und die sind dann geplant dann Anfang April, dass wir dann loslegen. Aber da ist natürlich ganz viel Akribie noch mit dabei, ganz viel Planung im Hintergrund. Aber jetzt nicht nur die Grundstruktur, sondern das Programm steht komplett mit Fahrer, mit Mechaniker, mit Ingenieur, mit wie ist der Testplan, wann finden die Rennen statt. Wenn es jetzt so bleibt, klar, das ist noch ein Fragezeichen, aber da bin ich auch positiv. Aber da sind wir jetzt von der Planung her kurz vor der, eigentlich vor der Umsetzung, dass wir jetzt dann das angehen können. Da bin ich sehr positiv gestimmt, auch sehr stolz, weil da haben wir auch einen Riesenschritt gemacht. Also wir sind jetzt eigentlich schon weiter, als wir es in den vergangenen Jahren waren. Ja, ganz klar. Ich meine, letztes Jahr hatten wir ein hartes Jahr. Ich meine, das angefangen von der Situation, dass einfach alle Rennen in der zweiten Jahreshälfte waren. Gut, das waren für alle gleich, aber das waren natürlich besondere Umstände. Ganz klar, die Sache nicht vereinfacht haben. Insgesamt waren wir oft sehr nah dran an einem richtigen Top-Resultat. Haben es aber nicht aufs Papier gekriegt, aus verschiedenen Gründen. Und das war schon nicht nur schade, sondern das merkt man natürlich auch in der Motivation dann im Endeffekt. Auch am ganzen Team, die fiebern alle mit, die arbeiten darauf hin. Und muss ich aber sagen, jetzt über den Winter merke ich einen deutlichen Push nach vorne. Das war eigentlich aus der Situation, die eine richtige Motivation gezogen haben, geschafft haben, die das ganze Team nach vorne pusht. Und da bin ich, wie gesagt, sehr positiv und sehr stolz drauf, dass man da zusammen mit ein paar kleinen Änderungen, auch personeller Natur, auch Sachen, die wir letztes Jahr gelernt haben, dass wir in der Kombination, im Gesamten, dass wir da nicht nur einen Schritt nach vorne machen, sondern dass wir da wirklich ein Kandidat auch um Siege sind und schielen da schon auch, um die Titel damit zu fahren. Für 2021 haben wir einige kleinere Änderungen gemacht. Die größte Änderung, die man sieht, ist das Design. Hier sage ich, neues Design, frisches Design, aber die gleichen Werte. Und da ist mir es besonders wichtig zu sagen, dass wir hier unsere Heritage, also wo wir herkommen, unsere Merkmale, dass man die weiterhin in dem Design erkennt. Also die schwarze Haube dann mit den Streifen, mit den zwei Farben. Und als Hintergrund von dem Design, die rote Farbe ist ja die Lieblingsfarbe von meinem Vater. Blau ist meine Lieblingsfarbe und so sieht man auch den Familienhintergrund und so das Vater-Sohn-Gespann, wie das Team eben entstanden ist. Ich finde, das Auto sieht richtig stark aus. Und ich glaube, das wird auch viel Anklang finden bei den Fans. Ich selber habe auch ein bisschen Einfluss auf das Design gehabt, weil ich meine persönlichen Partner, mit denen ich seit vielen Jahren zusammenarbeite, ZF und Brose, mitgebracht habe, die mich in dieses neue Projekt hineinbegleiten, worüber ich mich natürlich sehr, sehr freue, dass wir das gemeinsam jetzt mit dem KÜSS-Team Bernhard angehen können. Ja, zum neuen Design kommt noch eine neue Startnummer dazu und der Teamname ist nicht ganz anders, aber wurde leicht angepasst. Der Bewerbername ist jetzt KÜSS-Team Bernhard, einfach um es ein bisschen griffiger und kürzer zu machen. Klar, das Unternehmen, die Firma heißt weiterhin Team 75 Motorsport, aber dass die 75 nicht ganz verloren geht, haben wir uns gemeinschaftlich dazu entschieden, dass die Startnummer, dass das Fahrzeug die Startnummer 75 trägt, dass man weiterhin hier den Ursprung weiterhin erkennbar ist und ich glaube, da haben wir eine ganz runde Geschichte. Hinter den Kulissen haben wir schon auch vieles noch verbessert und geändert. Wir haben gerade beim Personal haben wir uns deutlich verstärkt und haben ein paar Neuerungen auch gemacht. Die größte Neuerung ist beim Personal ist mit Sicherheit das Teammanagement, leitet jetzt meine Schwester. Und da sieht man auch wieder den familiären Hintergrund. Und meine Schwester Jennifer ist mit Motorsport groß geworden, genauso wie ich. Ich bin dann, letztendlich habe ich es geschafft, zum Profirennfahrer zu reifen. Aber sie hat mir gerade in der Anfangszeit im Kartsport musste sie auf sehr viel verzichten, hat aber das hautnah miterlebt, wie Motorsport funktioniert und wie sich das so bei mir auch aufgebaut hat. War beim Ursprung des Teams von Anfang mit dabei, zwar immer im Hintergrund, hat das aber immer verfolgt und geholfen, wenn einfach da Hilfe benötigt wurde. Und deswegen war das im Endeffekt auch der logische Schritt jetzt gewesen, dass sie dieses Amt oder diese Position übernimmt. Da bin ich auch sehr froh drauf. Weitere personelle Änderungen sind dann, wir haben einen neuen Crew Chief. Der aus der DTM kommt, von Team Rosberg, die letzten 4 Jahre dort war, auch von den 4 Jahren dreimal Meisterauto war. Also ich glaube, wir haben da insgesamt auch mit der Stammmannschaft, die wir eh schon über die letzten Jahre hatten, haben wir da eine richtig schlagkräftige Gruppe und da bin ich sehr stolz drauf.
Ja, Motorsport ist ein absoluter Teamsport. Die Crew ist extrem wichtig. Man sieht zwar immer den Fahrer, der am Lenkrad dreht, aber die Vorbereitung vom Auto ist genauso wichtig. Denn nur wenn das Auto und der Fahrer top performen, ist man am Ende vorne. Und deswegen, ja, ist es ein bisschen Irrglaube, dass Motorsport ein Einzelsport ist. Ja, speziell die Zusammenarbeit zwischen Ingenieur und Fahrer ist immer sehr, sehr wichtig. Denn es geht um Zehntel, es geht darum, alles rauszuholen. Das Team habe ich schon kennengelernt, und zwar ein paar Leute von der Crew. Schon gute Gespräche gehabt, wie wir das Auto vorbereiten für die ersten Tests. Also es sieht wirklich nach einer tollen Truppe aus. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Ja, neben dem neuen Design, Teamnamen und der neuen Startnummer haben wir auch eine neue Fahrerpaarung für das Fahrzeug. Also ich denke sehr, dass die Fahrerpaarung auch deswegen sehr gut funktionieren wird, weil einfach da zwei Charaktere aufeinander treffen, die sich da gegenseitig unterstützen werden. Ich sehe da sehr viel Potenziale. Christian mit seiner Erfahrung, viele, viele Jahre ADAC GT Masters, mehrere Male Vizemeister, letztes Jahr den Meistertitel geholt, viele Siege eingefahren, also ganz viel Erfahrung auch in dem Bereich. Und der Thomas als junger, hungriger Fahrer, der aufsteigt, gerade jetzt frisch befördert zum Porsche Werksfahrer, der den Speed schon etliche Male gezeigt hat, auch vor 2 Jahren im ADAC GT Masters schon gestartet ist, hat diese Serie, kennt er auch schon aus dem FF. Von daher glaube ich, dass das einfach auch so von dem Gefüge her sehr gut passt. Ich freue mich auf die Saison und natürlich hoffe ich, dass wir gute Ergebnisse zusammen erzielen. Ich glaube, die Zutaten dafür sind alle da. Wir haben ein tolles Team, was uns unterstützen wird, was immer sehr, sehr wichtig wird. Mit dem Thomas habe ich einen tollen Teamkollegen. Die Freude ist riesig, nicht nur wieder zur Rennstrecke zu gehen, das eigentlich zu machen, wo das Herz, wo die Leidenschaft dranhängt, sondern auch mit dem gesamten Team, mit der neuen Fahrercrew einfach dieses Gemeinschaftsgefühl wieder zu haben, zur Rennstrecke zu gehen, das zu machen, wo die Leidenschaft ist, was man möchte und dann gemeinsam dieses Ziel in Angriff zu nehmen, das wir uns gesetzt haben, da um den Titel mitzufahren. Ich glaube, dieses Gefühl wieder zu haben, da freue ich mich unheimlich drauf. Freue mich natürlich auch drauf, wenn wir wieder auch Fans wieder in der Box sehen und dann das Ganze drumherum, das hat letztes Jahr, das Flair hat natürlich gefehlt. Für mich als Fahrer ist es vor Ort ein Riesenunterschied, wenn ich die Atmosphäre nicht habe, wenn ich die Fans nicht habe. Das ist einfach ein ganz anderes Gefühl, wenn man sich da im Paddock bewegt. Es war oftmals, hat man das Gefühl, wenn man bei einem Testtag wäre. Und da ist natürlich was, was über die letzten Jahre, was eigentlich so normal war, wenn man vor Fans fährt, wenn man vor Zuschauern fährt, wenn man auch direktes Feedback kriegt, wenn man auch so die Rückmeldung kriegt, wir drücken euch die Daumen und wir stehen hier in der Kurve. Einfach so diesen Rückhalt zu spüren, das kriegt man online auch, aber das ist halt was anderes, wie wenn man jetzt dann wirklich die Menschen vor einem direkt sieht und dann auch so die Emotionen sieht. Ne? Und ich denke auch, dass wir da eine hohe Gunst genießen bei den Fans, die uns da auch die Treue halten oder jetzt auch in der letzten Saison die Treue gehalten haben. Und das wird fantastisch sein, hoffe ich, dass bei diesen Rennen, bei dem einen oder anderen Rennen, diese wieder antreffen zu dürfen.